MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Yo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. CC3636, genannt Wolf, war ein Senior-Klonkommandant innerhalb der großen Armee der Republik und Anführer des Wolfsrudels. Zur Zeit der Klonkriege diente er unter dem Befehl des Jedi-Generals Plo Koon als Kapitän auf dem Venator-Klasse Sternzerstörer Triumphant und als Kommandant der Bodentruppen in der Schlacht um Korm. Bei Wolf war ein Merkmal besonders herausstechend, nämlich dass das eine Auge fehlte bzw. ersetzt wurde durch ein kybernetisches Auge. Wie das passiert ist, erfahren wir in der 9. Ausgabe des Comics Star Wars The Clone Wars. Die Jedi-Meister Plo Koon, Kit Fisto und Todd wurden nach Korm geschickt, um dort die Einheimischen von den Separatisten zu befreien. Die Schlacht dort war vor allem sehr schwierig für die Republikaner, da die Separatisten über eine Klimakontrollanlage verfügten und so ein Sturm die Atmosphäre aufwirbelte. Nachdem ein feindliches Schiff in das System eingedrungen war, für das sich der Sturm kurz öffnete, schlossen die Jedi daraus, dass die Separatisten über eine Anlage zur Klimakontrolle verfügen mussten. Sie schafften es letztendlich, diese Anlage zu zerstören und Verstärkung zu bekommen. Daraufhin griffen die Jedi und Klonkrieger die Agrozit-Mine unter der Kontrolle der Separatisten an, um die Einheimischen dort zu befreien. Was die Jedi aber nicht wussten, war, dass die Mine mit Sprengstoff besetzt wurde von der Sith-Attentäterin Asajj Ventress. Diese hat dann den eingedrungenen Jedi gedroht, die Mine explodieren zu lassen, doch Plo Koon setzte einen Machtschub ein und so flog die Fernbedienung für die Auslösung der Explosion weg. Ventress wollte sie zurückholen, doch Wolf schaffte es mit einem gezielten Schuss, die Fernbedienung zu zerstören. Tut mir leid, Ma'am, gehörte das Ihnen? Sagte Wolf daraufhin. Das hat Ventress natürlich nicht so gefeiert und ist deswegen geflüchtet, aber nicht ohne dabei Wolf eine Kopfverletzung zuzufügen. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in der Schlacht um Korm, also die von Ventress, war eines seiner Augen verwundet worden, sodass er fortan ein künstliches Augenimplantat trug, um wieder richtig sehen zu können. Ja Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, kanntet ihr diesen Comic und was ist euer Lieblingsklon? Ballert's mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr beim Suchten ordentlich Geld einsparen wollt, unbedingt den MMOGA-Link abchecken. Da gibt's fast jedes Spiel sowie Spielzubehör massiv reduziert und somit deutlich günstiger als der Normalpreis. Checkt's ab, davon könnt ihr nur profitieren und gleichzeitig das Fortlaufen dieses Kanals supporten, was echt nice wäre. Fistet den Abo-Button ordentlich durch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.